der Büchse, oder? Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Nachtschicht. Und die wird, das verspreche ich Ihnen jetzt schon mal, rattenscharf, denn ich habe die Dresdner Diva Ursula von Rethen bei mir zu Gast. Sie hören sich schon hier nebenan. Ja, macht's gut, ne? Und nicht jeden Tag komme ich. Ganz spezieller Gast, sage ich Ihnen. Ja, du hast ja schon mit Gästen hier ein bisschen gesprochen, also bist schon gut unterwegs, ne? Ja, schönen guten Abend. Das ist lustig hier, ne? Das ist ja sehr unterhaltsam. Ne? Hallo, du kleine Maus. Ne? Du weißt ja, dass das heute alles aus Ratte ist, ne? Heute gibt es Rattencurrywurst, ne? Guck mal hier, es gibt auch Rattenfilets, die kann man auch essen. Aber das müsste man jetzt erst warm machen, weißt du? Das dauert zu lange, weißt du? Und außerdem ist so eine Büchse sehr teuer, ne? Sag mal, Mutti, ihr esst aber auch schon mal was anderes, außer nur Curry und sowas, ne? Ehrlich? Dann müsst ihr aufpassen, nicht, dass es mal ein kleiner Klops wird, ne? Oder? Aber sieht doch noch gut aus, ja. Okay, also sag mal, Ursula, was willst du selber haben? Jetzt aber, mein Bier weg. Erstmal geht's um die Wurst. Ich habe aber einen trockenen. Achso, es geht um die Wurst, ja, gut. Ja, also heute gibt's Rattenwurst, wie gesagt, ja. Was hast du jetzt überhaupt hier mitgebracht? Zeig das mal her, ich habe das noch gar nicht gesehen. Spezialität, ja, das ist, das kommt aus Tansania. Hast du deine Konkurrenz um die Ecke gebracht oder was? Ja, das könnte man so meinen, ne? Nein. Das sind kleine Scherzartikel, aber ich fand das halt lustig und habe die einfach mitgenommen, ne? Wenn man die aufmacht, dann kommt also kein Rattenfleisch raus, sondern sind kleine Gummimäuse. Ne? Ach, ja, okay. Aber immerhin mit Serviervorschlag hier. Ja, mit Naturreis oder Risotto. Dazu genau. Frisches Gemüse der Saison. Genau. Also, ja. Also Currywurst ist nicht deins? Nee, nicht unbedingt. Kann ich dir jetzt nicht anbieten. Marius hätte dir jetzt gerne eins serviert. Ja, ich weiß, aber ich bin ja Vegetarier. Ne? Mir tun die ganzen Tiere immer so ein bisschen leid, aber... Aber ich stell dir erstmal dein Bierchen hier wieder hin. Ich habe das jetzt eigentlich nur weggenommen, damit wir dein Rattenfilet besser sehen. Aha, ich verstehe. Ja, das verstehe ich natürlich. Aber ich würde mir gerne, Marius, mir kannst du dann aber noch ein Currywürstchen machen, weil ich esse nicht so gerne Rattenfilet. Ist aber schade. Habe ich ja extra fürs Dresden-Fernsehen mitgebracht. Naja, dann nehme ich es wieder mit. Nicht so schlimm. Ne? Na gut, ich meine, du hast ja gesagt, kommt was Süßes raus, ne? Ja, das stimmt. Ja. Ich habe es eigentlich verraten. Ich hätte es nicht verraten dürfen. So. Ja, sag mal, Ursula, du heißt ja nur von Rethen. Ja. Was ist denn das für ein Adelsgeschlecht? Also sagen wir mal, es ist adlig, weil ich habe ja ein großes Problem. In meinem früheren Leben war ich ein Mann. Hä? Ja. Minja Savut Volodya. Also du bist quasi eine transsexuelle Ratte? Ja, so könnte man das nennen. Und ich hing im Puppentheater Dresden im Fundus. Ja, und da war ich eigentlich früher ein Junge. Und dann kam die hinter mir und hat aus mir ein Mädchen gemacht. Aber ich finde das toll. Das ist so das Schöne am Puppen, ne? Totes Material. Da kann man immer mal schnell umpolen. Dann hast du halt eine Bluse jetzt an. Ja, genau. Ja, weil umpolen sie, das wollte sie nicht, ne? Also deswegen haben wir gesagt, ich mach das, weil wir wollten, dass ich ein Mädchen bin. Und also die Idee war eigentlich, aus mir etwas zu machen, was man nicht erwartet. Ja, weil man Ratten ja sonst so, also, aber du kannst schon damit umgehen, dass du früher Mann warst und jetzt Frau. Dann kommt das manchmal noch ein bisschen durch. Ja, manchmal kommt das so durch. Vor allem, wenn ich wütend werde. Da muss man aufpassen. Aber ich bin selten wütend. Ich habe mich mittlerweile angepasst. Wie ist denn das dann mit der Liebe? Also stehst du dann auf Frau oder auf Mann? Nein, ich passe mich. Männliche Sachen? Ja, natürlich, passe mich dann an. Bin doch in der Pubertät immer noch auf der Suche. Und hoffe, ich finde vielleicht mal eine zweite Theaterratte. Also sollte schon was Intelligentes sein. Ne? Leseratte, Theaterratte. Eine Wanderratte würde ich auch noch nehmen. Ne? Aber muss schon ein bisschen... Ja, Wanderratte würde ich jetzt schon... Naja, die haben viel Erfahrung, Wanderratten. Ne? Ja, die kann dann immer von ihren Geschichten berichten. Ja. Aber bis jetzt hattest du denn noch nicht so Glück in der Liebe, oder? Naja, wenn du auf der Suche bist? Das eine oder andere One-Night-Stand. Und so, naja, ich bin ja viel unterwegs, ne? Und dann so Bindung und Familie. Es ist schon schwierig. Aber ich meine, du wohnst ja in der Neustadt, oder? Ja, habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Ich wohne in der Neustadt, Bischofsweg 26. Man kann mich besuchen. Ne? Ich habe immer einen Käsekeks da, Oliven, das trinke ich sehr gerne. Sommer sitze ich sehr gerne auf dem Balkon, gucke runter auf die Leute, gucke, wie sie so laufen. Hier gibt es ja auch die ein oder anderen süßen Ratten, oder? Na klar. Nichts dabei gewesen? Na ja, man kann sich immer schlecht entscheiden.
Ja, nachher suche ich mir einen aus und gehe nächste Woche auf Kirchendenkbau. Der sieht aber auch schick aus. Das ist schwierig. Ist schwierig. Aber ich meine, ich spreche jetzt deswegen auch die Liebe so ein bisschen an, weil deine Animateuse, so nennst du ja die Conny, die hinter dir... Ich vergesse die immer hinter mir. Ja. Mit ihr hast du ja so ein paar Programme. Ja. Also man kann euch ja direkt buchen. Man kann uns richtig buchen. Ja, sie können uns buchen. Für Geld macht die hinter mir alles. Und da spielt ja zum Beispiel Liebe auch eine große Rolle in dem einen Programm. Ja, also ein Rendezvous mit der Liebe ist sozusagen das allererste Programm. Da wird auch erzählt, wie ich entstanden bin, wo ich herkomme. Und es geht so in Richtung Satire, Chansons. Und es ist eigentlich ein Unterhaltungsprogramm für die Verwachsenen. Ja. Kann ich dann auch sagen, ich habe privat eine Veranstaltung und ihr kommt dann zu mir nach Hause? Na, wenn du 50 bist, bin ich dabei. Übermorgen. Es war ein Scherz. Das dachte ich mir fast. Ja, willst du mich mal kraulen? Hier so? Oh. Du hast Angst. Ich glaube, sie ist schüchtern. Nein, dann müsst du mich kraulen, dass sie sieht, dass das nicht... Guck mal hier, passiert nichts. Die beißt nicht, die Ratte. Das ganz liebes... Oh, die Ursula. Ich bleibe hier beim Bier. Richtig kuschelig. Ja. Willst du auch mal anfassen? Nee. Ich glaube, du bist ein bisschen zu... Das ist ganz richtig. Fürs Leben muss man auch ein bisschen skeptisch bleiben. Man kann nicht jede Ratte anfassen, Ja. Überhaupt auch nicht mit jedem mitgehen, ne? Okay, aber gut. Aber Mutti, es gibt ab und zu auch mal was anderes außer Pommes und fette Soße. Wir sehen uns dann in 3 Jahren wieder, ne? Wir sehen uns in 3 Jahren wieder, wie das Kind dann aussieht. Ursula, du hast ja auch heute einen Pianisten mitgebracht, weil in eurem Programm spielt ihr auch Musik, ne? Ich spiele auch Musik, also es gibt eine Autorin. Das ist die Irene Voss, die ist heute nicht da. Die schreibt immer so Liedtexte, weil sowas kann ich nicht. Ne? Ich bewältige meistens so Geschichten aus dem Alltag, Anekdoten, die mir selber passieren oder die anderen passiert sind. Forme das als Geschichte um und nach jeder Geschichte folgt sozusagen ein Chanson. Und diese Chansons, die werden von einer Kollegin geschrieben, die ist eine Autorin. Und der Konrad Möwald, der komponiert das Ganze dann. Ne? Und einige Lieder sind nicht von ihm, manche sind von ihm. Naja, wie das so ist, ich habe eigentlich 2 Pianisten, den Robert Jensch und den Robert Jensch, okay. Ja, der Robert Jensch, das ist sozusagen... Auch schon mal kennengelernt. Ja, der ist zum Beispiel im Rendezvous der Liebe, mein Pianist. Und in den restlichen ist das der Konrad Möwald. Also nicht Möwald, sondern Möwald. Ne? Ja. Haben wir da mal die Zuschauer, trauen sich nicht. Ja, die trauen sich, die haben gesagt, hier, Ratte. Ach, hier auch, Ratte, sie können ruhig reinkommen. Ha, kommt rein. Los. Kommt rein. Susanne, du musst mal die Kundschaft reinholen. Hey, du willst kommen. Ja. So eine ich glaube, so Ratte in der Currywurstbude scheint nicht gut anzukommen, du. Ja. Ich werde den Umsatz heute schmälern. Hast du jetzt öfters solche Reaktionen? Na, eigentlich nicht. Also sie winken dann mal kurz und gehen schüchtern weiter. Ne? Ja. Dafür spielen wir jetzt ein Liedchen. Vielleicht lockt das den einen oder anderen an. Nee, bitte was? Vielleicht lockt das den einen oder anderen dann rein. Man muss dazu sagen, das Lied ist eigentlich entstanden, weil es geht um das Glück. Ganz aktuell mit seinem Arsch hier geboren zu sein, ne? Nicht da, wo einem der Arsch weggeschossen wird. Weil es eben Ärsche gibt, die denken, man müsste Krieg miteinander führen. Und wenn die Ärsche dann weg wollen, um ihren Arsch zu retten, dann kommen sie den nächsten Ärschen, die sie gar nicht ins Land reinlassen wollen. Ne? Und die Arschlöcher, die daran schuld sind, ne? Die machen jetzt den anderen Ärschen den Vorwurf, ja, Raum blauen lassen, dass sie nicht ins Land. Das macht mich wahnsinnig. Brust, würde ich da sagen. Ja, alle Menschen werden Brüder, das wär's doch. Ja. Ne? Wir Ratten können das. Brösterchen. Also, das waren doch mal ratöse Worte. Rattenscharfe Worte, genau. 80% von Dresden nicht mehr leiden. Ich war jetzt mal in Wiesbaden und habe gesagt, hallo Wiesbaden, ich bin Ursula von Rethen, ich möchte Asyl beantragen, ich komme aus Dresden. Der ganze Saal hat's gelacht. Sie haben's verstanden. Aber ich finde es eigentlich traurig. Oder? Und das bearbeitest du auch in deinen Liedern? Nee. Nein, da geht es um Liebe. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Eigentlich wolltest du ja singen. Ja, natürlich. Aber ich meine, es geht um das Glück in diesem Lied. Deshalb. Ja? Gut. Dann gehe ich jetzt mal auf meine... Aber guck mal. Ja, Ganz zaghaft haben sie sich jetzt rangetastet. Nee, das waren aber nicht die draußen standen. Nee. Aber die haben auch aus dem Bogen um dich gemacht. Anderen. Was haben die? Einen Bogen um dich gemacht. Einen Bogen? Ja, das verstehe ich. Ich mache ja auch manche Menschen im Bogen. Ne? Mit Freundin. Nee, wieso? Woher auch? Aber schön, dass Sie es ansprechen. Man kann sich ja kennenlernen. Ne? Ich bin die Ursula von Rethen mit einem T. Von wem? Von Rethen, nicht von wem. Ach so. Ursula von Rethen. Hallo. Hallo, wie heißen Sie denn, junger Mann? Hölzel.
Hülse. Wunderschöne Augen. Ja, ich weiß. Meine blauen Augen machen... Ursula ist noch Single. Ja, mehr, besser noch. Ja, ich bin auch Single, man kann mich haben. Schönen festen Griff, Baby. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Okay. Ich sag dann immer, Sie können jetzt loslassen. Ich versuch's schon die ganze Zeit, aber ja, scheint es nicht zu klappen. Ich sag dann immer, du musst auch lernen, im Leben loszulassen. Ne? Vielleicht denkst du auch drüber. Na, ist egal. Gut. So einfach geht's, ne? Also, wenn du jetzt alleine hier gewesen wärst, hätte ich nicht losgelassen. Wer hätte das gedacht, dass du heute noch hier Flirt erlebst? Natürlich, na hör mal. Flirt, Flirt, Flirt. Hallo. Wir haben jetzt eine Vorgeschichte noch nicht erzählt, ne? Also, Ursula war früher. Nee. Obwohl, vielleicht gefällt sie ihm. Ich war früher ein Mann. Süß. Was gibt's denn da zu lachen, ha? Hm? Jetzt nicht so mein Ding, aber hey, wem's gefällt? Nein. Mit Puppen kann man's ja machen, ne? Sie wollte keine Männer mehr spielen hinter mir und hat mich einfach rumgepolt. Sie hätte sich ja auch Puppen holen lassen können, aber nein, die Ratten musste. Ich muss dran glauben. Weil mit totem Material, mit Puppen kann man's ja machen, ne? Bitte. Ja. Bitte. Naja. Aber ich bin doch schön, oder? Mit dem Schal, ja. Ach so, ja. Mit Schal? Im Wüsten, Alter. Wo denn? Hier unten drunter. Ja, zeig mal. Hier, pass auf. Der ist aber, also du wärst enttäuscht, wenn du es dann ausblättern würdest, weil der ist mit da Puff. Da bleibt erstmal einen Kaffee oder so. Ja, also. Nee, der ist mit Strümpfen, in den Strümpfen ist Puffreis drin, weißt du? Jetzt muss ich mal fühlen. Warte mal, Ursula, darf ich? Ja, du bist ja eine Frau, du darfst das. Tatsache, nee. Deswegen wasche ich mich nie. Ne? Ist wirklich eine Frau? Ja, also, darf mich nie waschen, weil wenn der Puffreis dann aufquillt, dann jünger. Alles klar, ich wünsche euch einen guten Appetit. Gut. Das sind jetzt Jüngere, ne? So, gut, jetzt wollen wir aber singen. Ich muss jetzt mal drauf bestehen, weil ja. Wir kommen jetzt immer mehr davon ab. Die Zeit rennt. Wir reden ja schon 3 Stunden hier, ne? Also eben, hier genau. Dann gehen wir mal rüber zu deinem Pianisten. So. So, muss ich jetzt konzentrieren? Ja. Wir fangen jetzt an mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Für den einen läuft's gerad, für den anderen schief. Die Betrachtung ist immer relativ. Leben ist kein Sonderangebot, denn am Ende steht immer der Tod. Ob es kurz ist oder lang, was man daraus machen kann, wird man selbst am Glücksrad drehen. Geht man vorwärts, bleibt man stehen, fällt so manches in den Schoß. Oder ist der Einsatz groß? Tja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist nur die Zeit geblieben? Ein Schritt vor, 2 zurück. Ist das Pech oder Glück? Ich gewinne nie in der Lotterie, obwohl ich Lotte heiße. Andere kriegen die Preise. Greif ich in eine Lostüte, ziehe ich immer gleich die Niete. Jedes Preisausschreiben dieser Welt, wenn es nur in meine Hände fällt. Automaten, Ruppellose, alles geht doch in die Hose. Steckt dahinter vielleicht ein tiefer Sinn? Obwohl ich doch kein Glückskind bin. Tü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist nur die Zeit geblieben? Ein Schritt vor, 2 zurück. Ist das Pech oder Glück? Das Leben ist kein Spiel, der eine gewinnt viel, der andere wenig. Der eine ist Bettler, der andere ein König. Vielleicht ist das Leben ein Spiel, drum spielen so viele auch viel. Sie können es nicht mehr lassen, sie spielen um volle Kassen. Die manche sich erstreben, manche die spielen ums Leben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist nur die Zeit geblieben? Ein Schritt vor, 2 zurück. Ist das Pech oder Pech
oder Pech oder Glück. Yeah. Ja, vorhin haben die alle geklatscht. Dankeschön. Ja. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Sag mal, Ursula, wie alt bist du eigentlich? Ich habe mir ja gerade so überlegt, als du da gesungen hast. Ja, das sind die Erfahrungen, nicht wahr? Da weiß man, dass ich nicht mehr die Jüngste bin. Also sagen wir so, ich bin ja schon die zweite Ausgabe. Ne? Also gebaut wurde ich, ich muss jetzt überlegen, hallo, ich muss ab und zu mich um das Publikum kümmern. Wir winken alle, wir winken jetzt mal auch. Der Kameramann kann ja mal schwenken, dass er denkt, wir winken einfach so ins Leere. Oh, er reagiert sogar mal. Siehst du, er reagiert. Nee, doch nicht. Oh. Mann, ey. Naja, gut. Also ich, bin, ja, also ich bin 98 gebaut worden, das ist jetzt schon eine ganze Ecke her. Und 98? 98, ja, ja, wie gesagt. Und ich habe wirklich, das ist wirklich wahr, ich war wirklich vorher ein Mann, weil ich habe in Russisch Roulette mitgespielt, am Puppentheater zu Dresden, ja, so. Okay. Und dann, wie gesagt, war das Stück abgespielt und wie das immer so ist, das Schicksal der Puppen, ne, die kommen in Fundus. Im Schauspiel ist das anders. Die Schauspieler gehen nach Hause, lernen eine neue Rolle und dann sind die eben was Neues, ne? Nächsten Tag bei der Probe. Und bei den Puppen, die haben das Schicksal, dass sie eben am Fundus hier am Haken hängen. Hm? So, da hängen die dann so. Tage. Das ist traurig. Ja, natürlich, ja. Jegliche Animation ist weg, man wird nicht mehr applaudiert, man wird nicht mehr animiert. Ja, und eines Tages ging die Tür auf und die junge Dame hinter mir kam rein. Ja. Also ihr kennt euch noch nicht von Anfang an, also ist nicht deine komplette Lebensbegleiterin. Ich hatte vorher einen Animateur, einen Mann, ne? War auch nicht schlecht, ne? Man macht seine Erfahrungen. Ja, und seitdem, ja, da haben wir so gedacht, komm, lass uns mal was versuchen. Man wollte uns so als Moderatorenpaar haben, das hat auch gut geklappt. Ja, und zum Entsetzen aller Kollegen hat sie mich dann, wie gesagt, umgepolt. Ja. Darf ich denn auch mal mit deiner Animateuse, der Conny, sprechen? Würdest du mal kurz ruhig sein? Entschuldigung, ich vergesse mal, dass die hinter mir ist. Ja, ja. Also, ja, gut. Nein, ich okay. Kann auch mal still sein. Genau, also das kann ich. Echt? Das kann ich mir so gar nicht so richtig vorstellen. Okay, alles klar. Doch, ruhig. Ruhe ist eingekehrt hier. Ja, man hat das studiert, das Fach, man weiß, wie das geht. Conny. Man muss ja sagen, was du machst, ist wirklich Puppenspiel, Figurentheater und keine Bauchrednerei. Da gibt es ja ganz klar einen Unterschied. Ja. Also ich dachte auch erst, okay, wenn du, als du mit der Figur kamst, dass du nicht den Mund dazu bewegst. Also es gibt ja da wirklich einen großen Unterschied. Vielleicht kannst du uns mal aufklären. Naja, beim Bauchredner ist es halt so, dass der Bauchredner mit seiner Puppe in Dialog tritt. Also angenommen, ich sage jetzt, Ursula, wie geht's dir denn? Und dann muss ich natürlich versuchen, den Mund möglichst nicht zu bewegen, sondern es geht so. Und das wäre mir aber zu langweilig, also sagen wir mal so von den Themen her, weil sie hat ja richtig Geschichten zu erzählen und dann ist das einfach toll, wenn durch ihre, ne, also wenn sie jetzt, ich bin jetzt mal wieder die Ursula, ne, und dann diese Möglichkeit habe ich beim Bauchredner eben nicht. Das ist immer nur ganz knapp gehalten, es sind knappe, kurze Dialoge und so, aber da wir ja Geschichten erzählen, mehr oder weniger, ist das natürlich für mich die größere Aufgabe und interessanter auch. Ne? Und du hast das ja richtig studiert. Ja, das kann man studieren, das wissen die wenigsten immer. Das ist eigentlich wie ein Schauspielstudium. Man macht 4 Jahre eine Theaterschule. Man hat Sprecherziehung, Theaterdramaturgie. Wir hatten auch bildnerisches Gestalten können, also teilweise auch Puppen selber machen. Die habe ich jetzt nicht gemacht. So begabt war ich dann doch wieder nicht im Gestalten. Ja, und nach 4 Jahren ist man sozusagen im Diplom. Man schreibt sozusagen eine Diplomarbeit. Ich zum Beispiel habe über den Kasper geschrieben. Tritratralala, also weil das ist auch eine Figur, die ich sehr, sehr mag und auch selber spiele als Kinder-Kasper und auch Erwachsen-Kasper. Weil das ist ähnlich wie sie, so eine Art Volksfigur. Und der ist eigentlich ein bisschen verpönt unter den Puppenspielern, aber das ist so wie beim Schauspieler. Nicht jeder Schauspieler ist auch ein guter Komödiant. Ist der Kasper verpönt? Also das muss ja, bei den Kindern nicht. Also unter den Puppenspielern ist es eher so, naja, heute mittlerweile hat sich das Figurentheater viel besser entwickelt und hat man ganz andere Sachen schon gemacht. Und naja, viele trauen sich auch nicht ran, weil das ist nicht jedermanns Sache. Das ist so ein Bauchgefühl, man muss ein bisschen Volkshumor auch mitbringen, so ein Mutterwitz zum bestimmten. Mit Diplom. Das ist auch mal wichtig zu erfahren, weil ich denke wirklich, dass die wenigsten Leute das wissen. Das wissen die wenigsten, das stimmt. Also die sagen immer, was, das kann man studieren, Serie, wenn man das richtig machen will. Ich wusste es vorher, muss ich sagen, auch nicht. Ich wollte immer in Richtung Schauspiel. Und als ich in Stuttgart gelandet bin, habe ich dort ein Figurentheaterfestival gesehen.
Und mich hat es dort wirklich umgehauen. Ich war sowas von begeistert, was mit Puppen möglich ist. Ja? So, also, und ich meine, jetzt bin ich freiberuflich. Ich habe mittlerweile 12 Kinderstücke auf meinem Spielplan. Das ist auch der Spaß, also in die verschiedenen Rollen zu steigen. Und ganz wichtig eben die Stimmimitation. Das wollte ich ja gerade sagen. Und das ist, denke ich mal, auch, was du richtig auch lernen musstest. Naja, ja, also man hat Sprecherziehung wie in einer Schauspielschule. Aber sagen wir mal so, jetzt etwas zu imitieren, etwas nachzumachen, das ist so eine Grundbegabung. Also ich kann von hoch runter, kann ich auch ganz hoch und kann auch kleine Kinder spielen und so. Ich kann aber auch, wenn ich will, einen Mann spielen. Das ist kein Problem. Dialekt ist schon ein bisschen in die Wiege gelegt sein. Es ist so in die Wiege gelegt und Dialekt zum Beispiel. Ich bin doch zum Beispiel jemand, der sehr schnell Dialekte. Ich bin jetzt 6 Jahre in Stuttgart studiert, gell? Und da muss ich sagen, das prägt. Da war ich mal im Format, das heißt nicht Haus, heißt Häusle. Und Wiedersehen heißt ja Wiedersehen, sondern es heißt Adele und so, gell? Oder so ein Berliner war es, kein Problem. Ich komme da so eine Weile rein und dann ist es drin. Jetzt ist es so, also ich empfinde es gerade, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, es gibt doch jetzt auch so eine Castingshow für Puppenspieler. RTL war das. Auf genau. RTL, genau. Ja, ja. Und das ist schon sehr im Trend jetzt wieder. Also so Altes wird wiederbelebt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Oder hast du da jetzt andere Erfahrungen gesagt? Nee, also Puppentheater hat es immer schon gegeben. Das Fernsehen hat natürlich uns jetzt die Möglichkeit gegeben, dass viele sagen, ach Mensch, ja, Puppen sind ja doch ganz lustig und so. Ne? So. Aber ich meine, was da jetzt in RTL gezeigt wurde, das hat jetzt so, sagen wir mal, mit den Theaterfiguren, was wir jetzt machen, was ich jetzt mache, nicht unbedingt was zu tun. Das ist so, man nimmt die Figuren und die sind eher so, naja, auf Effekte aufgebaut oder auf Optik, was natürlich auch in Ordnung ist. Ne? So, also, ja, aber um den Zuschauern auch mal klar zu machen, hey, Puppenspiel kann auch so toll sein, das, ja. Das ist eine gute Sache gewesen. Gar keine Frage, alles gut. Das machen ja viele jetzt mega Karriere aufgrund ihrer Puppen. Ja, sehen wir zum Beispiel, gibt es denn da den Sascha Krammel mit, ja, seiner, mit seinem, ne? Der aber wie gesagt wirklich ein typischer Bauchredner ist, ne? Was er auch toll macht und so. Oder zum Beispiel der Michael Hatzius mit seiner Echse. Mit denen habe ich auch schon gespielt, ja, nun ist gut. Ja, schon zweimal zum Schauspiel. Naja, genau. Der hat zum Beispiel, es gibt ja 2 Schulen, eine in Berlin, eine in Stuttgart. Ich habe zum Beispiel in Stuttgart studiert, wo der Studienansatz noch ein anderer ist. Also bevor wir in die Werkstatt gegangen sind, um eine Puppe zu bauen oder zu modellieren, wie auch immer, haben wir erstmal mit ganz anderen Sachen gespielt. Richtig mit Materialien. Es gab ein Unterrichtsfach, das hieß Materialtraining. Wir haben mit Plastik gespielt, mit Wasser, mit Steinen, mit Sand. Also was ist möglich, um Bewegung zu erzeugen und Illusionen herzuschaffen. Und das fand ich als Ansatz sehr, sehr schön. So, und deswegen sind die eigentlich für sich, jede Schule für sich, sehr spannend. So. Spannend ist auf alle Fälle definitiv euer Programm. Ihr habt es vorhin ja angesprochen, das ja, Liebesprogramm, sage ich jetzt mal. Aber es gibt ja auch so ein rattenscharfes Soloprogramm beispielsweise. Ja, genau. Das ist relativ ja, zackig, sage ich mal. Ich glaube 20 Minuten nur, da kann man dich auch nach Hause bestellen. Ja, Oder kann man auch den? Also es ist ja manchmal so, wenn ich in den private Leute anrufe, den kann man jetzt kein Honorar von aufdrücken, sondern sagt man, okay, ich kann das auch alleine machen und dann komme ich eben allein mit Playback und das kann dauern von 20 bis 60 Minuten. Sie macht auch viel Moderation. Also ich kann jetzt auch zum Beispiel, wo war ich jetzt? In der Tutanchamun-Ausstellung, das war ja ein großer Highlight für sie, wo ich mit den Ägyptologen durch die Ausstellung bin. Da hatte ich sie auf einer Kiste vor mir und sie hat eben auf die Leute reagiert, hat mit den Ägyptologen, also das war ganz toll, weil der junge Mann hat sich total auf sie eingelassen, was die wenigsten machen. Die meisten wollen immer so dann hinter der Puppe eher gucken, also eher auf den Spieler als auf die Puppe. Und er hat sich aber total, so wie du jetzt eben auch mit ihr sprichst, ne? so hat er sich... Bei mir ging es auch einigermaßen. Ja, absolut, wunderbar. Das ist mir am Anfang auch ein bisschen schwer gefallen. Ja, ich sage ja, aber er hat sofort, ist auf sie eingeschossen und wir haben dann so gespielt. Ja. Sie ist erstes Studienjahr und er ist ausgebildeter Ägyptologe und sie hat gerade Prüfung. Ja, genau, so haben wir es gemacht. Also, das wollte ich nur jetzt mal am Ende der Sachgeschichte betonen, man kann euch eben auch privat buchen. Also auf du bist natürlich unterwegs. Kann man auf der Homepage alles nachlesen, alles, wenn du Auftritte oder ihr Auftritte habt. Wir machen auch Kindertheater. Ne? Also es gibt 2 Seiten. Es gibt einmal www.rattenscharfentertainment.de und einmal gibt es www.cornelia-fritsche.de. Genau, und da findet man das Ganze. Da findet man die Kindertheaterstücke und auch Erwachsenenstücke, aber sie hat jetzt, wie gesagt, für sich eine ganz eigene Webseite. Ich kann sie nur empfehlen, holen Sie Ursula und die Conny, die Animateuse, ihre Animateuse, mal zu sich nach Hause. Ja. Infos haben wir jetzt gesagt, wo sie den Kontakt finden. Ja. Und es gibt jetzt zum Ende der Nachtschicht natürlich auch noch ein Song. Noch ein Song? Na klar, da bestehe ich drauf. Genau, das machen wir. Klar, los. Hau in die Tasten, Konrad. Genau. Und ich sag schon mal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie noch gut durch die Nacht. Ja. Keine war so gut wie Vanya.
Alles war ein toller Mann. Von den Männern, die ich kannte, konnte keiner an ihn rein. Keiner hatte so viel Spitze, so wie er. Ach, Juwel war hochkarätig, bis zuletzt, als er verschwand. Denn er nahm den ganzen Schmuck mit, was du nicht sehr komisch fandst. Aber trotzdem möchte ich ihn wiedersehen. Kannst du mir mal sagen, warum? Ja. Ja, weil küssen konnte Vanya, dass man's kaum ertragen kann. Selbst die kleinste Atempause war ein Tanz auf dem Vulkan. Keiner hatte so viel Charme, ja so wie er. Dies Juwel war hochkarätig, bis zuletzt, als er verschwand. Denn er nahm das ganze Bare, was du nicht sehr komisch fandst. Ja, und trotzdem möchte ich ihn wiedersehen. Kannst du mir mal sagen, warum? Vanya war ein Mann von Welt, ausgehen war sein Renommee. Schon wie der den Wein bestellt, Couturon, s'il vous plaît. Und dann kommen wir zum Gebäck, das war alles so gekonnt. Und dann schrieb er einen Scheck, Vanya hatte Horizont. Jeder Anzug saß nach Maß, er trug eine Platinuhr. Ja, der Mann, der hatte was, davon träumen andere nur. Ja, und deshalb möchte ich ihn wiedersehen. Können Sie mir sagen, warum? Ja, weil lustig war's mit Vanya und wie lässig kam der an. Ja, das war ein blitzgescheiter, 110%iger Mann. Keiner hatte so viel Klasse, so wie er. Ach, wie kann ich ihn vergessen, was er mir angetan? Denn er ging mit dieser Schnalle diesen Weib von nebenan. Ja. Aber trotzdem möchte ich ihn wiedersehen. Und dann bringst du ihn um. So geht man mit Männern um. Tschüss. Das war die Nachtschicht bei Curry und Co. Aus Liebe zur Wurst in der Neustadt und am Schillerplatz.